Die Einwohner von Vielau können sich wieder an einem bauhistorischen Kleinod erfreuen. Der Frosch am Schulzentrum ist an seinen Brunnen zurückgekehrt und sprudelt seit heute wieder. Und wie es in der Gemeinde Reinsdorf üblich ist, wurde die feierliche Übergabe mit einem kleinen Fest begangen. Neuer Blickfang am ohnehin schon schmucken Kinder- und Schulzentrum Reinsdorf. Nach aufwendiger Sanierung konnte der Froschbrunnen heute feierlich übergeben werden. Das bauhistorische Kleinod zählt zu den Wahrzeichen in Vielau. Ja, der Froschbrunnen ist Mitte der 30er Jahre hier an der Schule gestaltet worden. Das deutsche Märchen der Froschkönig. Es ist ein ortsgeschichtliches Kleinod. Und viele Generationen Kinder, Eltern, Lehrer und auch Bürger sind also hier vorbeigelaufen. Und wenn wir früher zu Tanz gegangen sind, da haben wir hier für unsere Freundinnen zum Beispiel die Hosen gelagert. Und das ist also etwas, was vom Herzen kommt, dieser Frosch. Und es ist wunderbar, dass wir den sanieren konnten. Und das war auch dringend notwendig, hatte doch der Zahn der Zeit dem Froschbrunnen mächtig zugesetzt. Also der Froschbrunnen war dann in den letzten Jahren stillgelegt. Es war auch keine Wasserversorgung mehr da. Das ist also jetzt alles im Zuge des Neubaus des Kinder- und Schulzentrums neu errichtet worden. Und ebenfalls haben wir uns dann 2010 entschlossen, den Brunnen zu sanieren. In den letzten 3 Jahren haben wir natürlich den größten Wert auf das Kinder- und Schulzentrum gelegt. Und die Ortsnetzrekonstruktion Strom. Wir haben also keine Hochleitungen mehr. Alles ist in die Erde gekommen. Und damit haben wir auch hier bei diesen Tiefbauarbeiten eine neue Wasserversorgung für den Frosch gebaut. Der Frosch ist 2012 dann saniert worden. Anfang 2013 erfolgten die Tiefbau- und Installationsarbeiten. Ein neuer Brunnentrog wurde betoniert und die Stützmauer dahinter gereinigt und neu verfugt. Wie es in der Gemeinde üblich ist, wurde die Wiederinbetriebnahme entsprechend gefeiert. Für das kulturelle Rahmenprogramm sorgten die Kinder der Grundschule. Eingeladen waren nicht nur die beteiligten Handwerker, sondern auch die Mitglieder des Vereins Museumsbrauerei sowie die zahlreichen Sponsoren, ohne die eine Restaurierung des Brunnens nicht möglich gewesen wäre. 6.200 Euro haben wir hier investiert mit einer weiteren Figurengruppe und ein großes Dank an die Bürgerschaft von Vielau Friedrichsgrün in Reinsdorf. Es sind also hier 3.160 Euro gespendet worden. Es waren in der Regel Privatspenden, aber es haben natürlich auch Unternehmen mitgespendet. Und das macht schon stolz, weil dieser Frosch ist ein Stück Heimat von Vielau, dass sich also die Bürgerschaft der Gesamtgemeinde hier mit beteiligt hat. Und dafür gab es nicht nur Worte des Dankes. Nach der feierlichen Übergabe lud das Gemeindeoberhaupt alle an der Brunnenrestaurierung Beteiligten noch zu Kaffee und Kuchen ins Herrenhaus ein.